Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Hallo, liebe Leute. Das Thema von heute ist Islamophobie und die Freiheit für die Sparschweine. Islamophobie und die Freiheit für die Sparschweine. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich habe hier ein Buch von Udo Ulfgotte, der nicht mehr unter uns weilt. Ein Islamhasser, ein Bekämpfer des Propheten Mohammed, ein Beleidiger, ein Diffamierer der übelsten Sorte, der ein Buch geschrieben hat, das mehr oder weniger, man kann es fast als die Bibel der Islamophoben in Deutschland nennen. Und dieser Udo Ulfgotte, der hat auch behauptet, die Mehrheitsgesellschaft wird von den Muslimen ja hier so unterdrückt und die fordern immer mehr Rechte. Muslime fordern sogar, dass Sparschweine in den Banken abgeschafft werden, weil die sich durch die Sparschweine beleidigt fühlen. Immer diese Beleidigtsein-Kultur. Also ich habe noch nie, ich kann mir nicht vorstellen, das ist ja purer Schwachsinn. Muskel kriegt auf Sparschwein. Was interessiert mich das Sparschwein? Wenn ein Schwein steht, was ich anpacken und streicheln muss, mit dem ich kuscheln muss. Ja, okay, sag ich schon mal hallo. Wer ist denn auf Fred Ferkel von Katjes? Was ist das mit dem Sparschwein? Da ist ein Produkt aus Plastik oder Eisen oder was auch immer. Ist nicht Neges. Ein Sparschwein ist dein Sparschwein. Was interessiert mich dein Sparschwein? Was interessiert mich, ob du Weihnachten feierst? Das ist auch so dieser Blödsinn der Überlebenshilfe. Die wollen uns Weihnachten. Nee, wir wollen euch nicht Weihnachten verbieten. Das ist euer Problem. Aber wir wollen entscheiden können, ob wir am Weihnachtsfest teilnehmen müssen oder nicht. Weil man dazu genötigt wird, teilweise an Weihnachtsfesten etc. mitzumachen. Sogar in Grundschulen mit in die Kirche zu gehen, um Weihnachten für muslimische Kinder. Das ist das einzige Problem. Ich wollte euch mal ein paar Kostproben geben aus dem Buch, damit ihr versteht, wie die Leute hier balla gemacht werden. Ja, pass auf. Ich lese euch das mal kurz vor. Zur Einführung ein multikulturelles Quiz. Da stellt ihr alle möglichen Fragen auf, ja, in dem Buch hier. SOS Abendland, SOS Abendland, es ist bald zu spät, wenn wir jetzt nicht handeln, wenn wir jetzt nicht ausrasten. Da kommt vielleicht der ein oder andere auf die Idee, in eine Moschee reinzugehen und die Leute abzuballern. Und der andere kommt dann vielleicht durch solche Bücher auf die Idee, ja, und nicht durch solche Bücher und solche Foren, die solche, weil dieser ganze Schwachsinn, der hier verbreitet wird, diese ganzen Lügen, damit sind die sich gegenseitig am Impfen, in diesen ganzen Foren. Ja, hier, das soll Spaß machen und jetzt sind wir schon und No-Go-Area. Ja, da kommt vielleicht einer auf die Idee, im McDonald's in München hinzugehen und muslimische Jugendliche abzuknallen. Und vielleicht kommen andere darauf Idee, in Norwegen, 77 Sozialisten, ja, oder Sozialdemokraten abzuknallen, weil die ja diejenigen sind, die schuld daran sind, dass die Muslime hinkommen. Und SOS, es ist bald zu spät, SOS. Hier, da hat er insgesamt wie viele Fragen? Ein Quiz mit mit 25 Fragen. Und ich gebe euch mal die erste Frage, was er hier für einen Schwachsinn vermittelt. In welchem Land wird das öffentliche Zeigen einer offiziellen Landesflagge inzwischen als Diskriminierung muslimischer Zuwanderer gesehen und kann von der Polizei mit einem Bußgeld belegt werden? Schweden, Schweiz, Dänemark und England. Also damit soll suggeriert werden, ja guck mal hier, jetzt können wir nicht mal mehr unsere Landesflaggen zeigen, weil da ein Kreuz drauf ist, auf der schwedischen Fahne, auf der Schweizer Fahne, auf der dänischen Fahne, auf der englischen Fahne. Es ist nicht erlaubt, es ist nicht mehr erlaubt, weil die Muslime fühlen sich dadurch beleidigt. Alles okay. So ein Schwachsinn. Und wie gesagt, das Buch geht dann durch, ich lese schon mal das Inhaltsverzeichnis, ja. Hier, verkehrte Welt, Muslime fordern Ausländer raus. Jetzt holen wir schon raus. Integration als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ah, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Muslime hier in Europa reinzulassen. Gezielte Provokation, wie Moslems die Europäer Tag für Tag vor ihren Haustüren beleidigen. Und das sollen wir uns gefallen lassen?
Europäer geben nur nach, sie fordern nie. Ja, wir müssen fordern! Eurabien, die EU in den Fängen des islamischen Kulturkreises. Die EU in den Fängen des islamischen Kulturkreises. Großbritannien, Abstieg einer Großmacht. Das war eine Großmacht. Und jetzt, durch die Muslime steigen sie ab. Norwegen, die Mitternachtssonne weicht im Halbmond. Ja, bald ist es zu spät. Hier, Dänemark, ein Land krankiert sich selbst. Frankreich, junge Moslems als tickende Zeitbombe. Ja, jetzt müssen wir handeln. SOS. Hohe Niederlande, Hüp Holland Hüp, Hochlehme, Islamsterdam. Ja, der Typ scheint so richtig unter Paranoia gelitten zu haben. So ein armer Mensch, ja. Hat sich den ganzen Tag bedroht gefühlt. Sogar als ich mit ihm bei einer Talksendung gewesen bin, ja, habe ich gesagt, ja, wir können uns ja mal unterhalten, privat. Ja, da hat er die Zähne nicht aufgemacht bekommen. Aber nachher, da hat er die Zähne aufgemacht bekommen. Ein ängstlicher Mensch, ein Feigling halt. Ja? Belgien, die europäische Hauptstadt, Brüssel wird islamisch. Österreich darf ein bisschen mehr Islam sein. Europäische Ernüchterung, muslimische Strategie, Handlungsempfehlungen. Und darauf möchte ich eingehen. Muslimische Strategie, Handlungsempfehlungen. Jizya, wie man Geld aus den Ungläubigen herauspresst. Jetzt. Die Gehirngespinste der Islamophoben. Ja? Bei denen ja sogar die Muslime gegen Sparschwein sind. Ja? Spätestens jetzt stellt sich eine Reihe von Fragen. Warum machen wir das alles mit? Wir sind so bedroht. Das ist ja das Krasse bei diesem Durchschnitts-AfD-Wähler. Ja? Der Durchschnitts-AfD-Wähler, alles was passiert, jedes Verbrechen, was passiert, sofort. Warum wird die Nationalität nicht genannt? Warum? Ja, siehst du, weil die Medien, die wollen das verdecken, weil die wollen die Muslime schützen, die wollen, dass wir hier umstrukturiert werden. Und er fühlt sich bedroht. Ja, wir sind so bedroht. Boah, es wird immer schlimmer. Sagst du ihm, ja? Okay. Ja, mordende... Er schreibt das auch hier so. Wie Mongolen. Mongolenhorden. Ja. Mongolen... Oder ob er das schreibt oder ein anderer geschrieben hat. Wie Mongolenhorden sind sie durch die deutschen Großstädte am Laufen. Vergewaltigen, morden. Okay. Herr Müller-Meyer-Schmitz. Sind sie... Wer ist aus Ihrer Familie, aus Ihrem Umkreis schon mal jemand vergewaltigt worden, abgestochen worden, getötet worden, totgeschlagen worden, in den Rollstuhl geschlagen worden? Es gibt die Fälle. Wir leugnen das nicht, dass es die Fälle gibt. Aber das sind immer irgendwelche Asozialen, die mit der Religion nichts zu tun haben. Okay, erzählen Sie mal. 99% derjenigen, die Angst davor haben, die das Gefühl haben, sie werden den ganzen Tag bedroht. Die sagen dann, nee, also mir persönlich ist nichts passiert. Ne? Achso, Ihnen persönlich ist nichts passiert? Okay. Ah, okay, Ihnen persönlich. Also Sie persönlich, aus Ihrer Familie ist noch keiner, jetzt hat noch keiner, also Sie haben keine muslimischen Flüchtlingshorden, die durch Ihren Garten laufen mit der Motorsäge und Sie bedrohen. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Nee. Bei mir ist das nicht der Fall. Okay. Gut. Ja, das ist ja eine ganz schlimme Situation, die wir haben, Herr Müller-Meyer-Schmitz. Wie kommt das denn? Wer meint, sie ist daran schuld? Ja, die Medien sind daran schuld, die Lügenpresse, weil die das alles verdecken, was die Muslime hier machen. Man fragt sie ja, Herr Müller-Meyer-Schmitz, Sie haben doch eben gesagt, Sie haben so eine große Angst, dass Sie verfolgt werden und dass Sie aus Ihrem eigenen Haus vertrieben werden von den muslimischen Mongolenhorden, ja, die ja mordend, messerstechend und vergewaltigend durch Deutschland laufen. Und dann haben sie gesagt, bei Ihnen in der Familie ist noch nie was passiert. Woher haben Sie die Informationen denn? Dann seid ihr aus den Medien. Herr Müller-Meyer-Schmitz, haben Sie nicht eben gesagt, die Medien ist die Lügenpresse und die erzählen nur Lüge? Aber das merkt er nicht mehr, weil der ist islamophob. Eine Phobie ist wie eine Krankheit. Er ist sich fest davon überzeugt. Diese Illusion, die ist bei ihm im Unterbewusstsein zur Realität geworden. Der Mensch kann sehr häufig nicht zwischen dem unterscheiden, was real ist und was irreal ist. Deswegen fangen Leute an zu weinen, wenn sie einen Film sehen.
bei einer traurigen Szene. Der weiß ganz genau das, was da in dem Film passiert ist. Das ist gar nicht passiert, das ist einfach nur ein Film. Ja, der fängt an zu weinen. Leute kriegen unheimlich Angst bei einem Horrorfilm und Nervenkitzel, obwohl der ganz genau weiß, es ist Spinnerei in dem Film. Genauso ist das mit diesen Leuten. Die sind sich täglich in ihren Foren am Aufhetzen, gegenseitig am Aufhetzen, ja, stundenlang, und das wird bei ihnen zur Realität. Die glauben es wirklich. Obwohl 99% von denen noch nie ein ernsthaftes Problem gehabt haben. Ja, da hat man eine Schlägerei mit dem gehabt, der hat mal im Straßenverkehr, ist der mal, was weiß ich, von einem Türken blöd angemacht worden, aber auch von einem Deutschen. Aber, und das erklärt Samuel P. Hunting in seinem Buch, der Deutsche ist ja von ihm. Das bemerkt er nicht so, dass das ja auch Gewalt von dem ausgeht. So, auf jeden Fall, wovor haben wir Angst? Warum marschieren wir sehendes Augens in eine dunkle Zeit, deren Vorboten wir begeistert als kulturelle Bereicherung begrüßen? Allein vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung durch die muslimische Geburtenrate wird aus der EU binnen weniger Jahre ein Apokalypse werden. Weshalb schweigen wir zu dem Tsunami der Islamisierung? Der glaubt selber dran. Der Tsunami. Damit die Kritik möglichst flächendeckend verstummt, werden in Europa die Gesetze geändert. Gesetze, die unsere Vorfahren über Jahrhunderte als Freiheitsrechte erkämpft haben. Überall in Europa gibt es inzwischen Antidiskriminierungsgesetze, die es etwa verbieten, wahrheitsgemäß auf die Entwicklung hinzuweisen. Ach so? Warum hast du das Buch geschrieben? Guck mal, der glaubt selber an diesen Müll. Das ganze Buch ist voll mit Diskriminierung. Mit Lüge, mit Verleugnung gegen die Muslime, mit Hetze vom Feinsten. Und er schreibt in seinem eigenen Buch, warum ist das verboten in Europa? Der ist nicht normal gewesen, der Typ. Hier. Nun benötigt der Islam Geld. Guck mal hier. Hier, nochmal. Guck mal, hier schreibt er, damit die Kritik möglichst flächendeckend verschoben werde, in Europa die Gesetze geändert. Überall. Hier. Nicht irgendwo, überall in Europa gibt es inzwischen Antidiskriminierungsgesetze, die es etwa verbieten, wahrheitsgemäß auf die Entwicklung hinzuweisen. Einen Satz später, guck mal, da siehst du, wie balabala die sind. Einen Satz später schreibt er, nun benötigt der Islam Geld, um sich wie eine Krake über die Welt auszubreiten. Guck mal, balabala. Der schreibt einen Satz vorher, es gibt jetzt Antidiskriminierungsgesetz, dass man nicht mehr die Wahrheit über den Islam sagen kann. Einen Satz später schreibt er, nun benötigt der Islam Geld, um sich wie eine Krake über die Welt auszubreiten. Ja, und wir, damit kann er dann jetzt diese Karrigen, diese Geizhälse, und wir sehen uns offenkundig danach, diese Ausbreitung finanzieren zu dürfen. So, jetzt geht's weiter. Während das Christentum erst die Menschen bekehrte und dann mit zunehmender Zahl der Christengebiete christlich wurden, ging der Islam seit Mohammeds Zeiten den umgekehrten Weg. Man eroberte ein von Ungläubigen besiedeltes Gebiet, leitete dann über das Jizya genannte Tributsystem die Umverteilung des vorhandenen Vermögens der arbeitenden ungläubigen Bevölkerung. Was will er hiermit sagen? Er will hiermit vermitteln, aha, guck mal, die sind hier hingekommen, das kommt nachher raus, um Sozialhilfen zu kassieren, um uns umzupulen, um uns zu erobern. Jetzt müssen wir handeln. SOS Abendland. Nun Schwachsinn wird vermittelt. Ja, dann, pass auf. Und natürlich die Christen, nein, die Christen, die waren immer lieb. Also, das ist ein seriöser Schriftsteller. Und da hat er geschrieben, die Christen, die waren immer lieb. Okay, und die Muslime, die waren immer gewaltig. Okay. Dann erzählen Sie mal, Herr Ulf Kott, er kann ja nicht mehr seinen Schwachsinn verbreiten. Er ist ja schon unter der Erde. Oder wo immer er ist. Erzählen Sie mal, wie der Islam nach Indonesien gekommen ist. Erzählen Sie mal, wie der Islam nach Westafrika gekommen ist. Erzählen Sie mal, wie der Islam überhaupt nach Medina gekommen ist. Ein Dummschwätzer vom Feinsten. Selbst in der größten Blütezeit des Islam haben Muslime den von ihnen beherrschten europäischen Gebieten nie die Mehrheit der Bevölkerung gestellt. Ja, du Vollpfosten, das ist doch ein Beweis gegen dich. Wenn die Muslime nicht die Mehrheit gestellt haben, aber angeblich alle unterjochen,
Wie konnten die dann jahrhundertelang diese Gebiete beherrschen? Wie? Warum haben die keinen Völkermord durchgeführt? Das ist doch das, was vermittelt wird. Die Muslime breiten sich aus und töten und morden. Okay, wenn ich der Herrscher bin und habe die Macht und bin in der Bevölkerungsminderheit, aber das ist etwas Einmaliges unter den Muslimen, dass sie beherrscht werden und die Beherrschenden den Islam annehmen und auf der anderen Seite beherrschen und die Leute nicht dazu zwingen, flächendeckend und sogar in der Minderheit sind, ein Land beherrschen und nicht die Leute dazu zwingen, flächendeckend ihre Religion anzunehmen. Ja. Daran hat sich bis in die Gegenwart nichts geändert. Ach so? Ja, okay. Heute nennt man es anders, aber die Tatsachen bleiben. In jedem den Autor bekannten mehrheitlich islamischen Staat der Welt benötigt ein ungläubiger Ausländer einen lokalen Geschäftspartner, wenn man eine Firma eröffnen oder Geschäfte machen möchte. Das ist völliger Blödsinn. Der redet wahrscheinlich von Golfstaaten. Auch der Muslim braucht dort einen lokalen Geschäftspartner. Und in Ländern wie Ägypten, Marokko etc. gibt es diesen Schwachsinn nicht. Was kennt der? Ich weiß ja nicht, welche islamischen Länder diesen Typen bekannt waren. Der pure Schwachsinn. Dieses Tributsystem begünstigt die Ausbreitung des Islam, denn die von Muslimen durch Jizya ausgeplünderten konvertierten irgendwann aus Frustration zum Islam. Pure Lüge. Die Jizya ist ein kleiner Betrag, den die Nicht-Muslime in einem islamischen Staat bezahlen und dafür bezahlen sie keine Zakat. Aber die Muslime bezahlen Zakat. Das ist der pure Quatsch. Das ist geschichtlicher Unfug. Das ist reine Illusion, reine Fake, was er hier erzählt. Dann, so musste der Islam sich zwangsweise ausbreiten, wenn er denn weiterhin den Extrakt aus arbeitenden Bevölkerung herauspressen wollte. Was will er hiermit vermitteln? Er will hiermit vermitteln, die Muslime sind nach Deutschland gekommen, um aus der arbeitenden Bevölkerung das Geld herauszupressen. Ja. Jo. Doch bevor wir über die Zukunft reden, noch der Hinweis, welche Jizya heute Muslime in den westlichen Kulturkreis lockt. Seht ihr? Genau das, was ich gesagt habe. Das Rundum-Sorglos-Paket der Ungläubigen für die einwandernden Anhänger des Islam. Von der Sozialhilfe bis zur Ausbildung für die Kinder, von der Fahrkarte bis zur islamkonformen Menüwahl im Gefängnis. Islamkonforme Menüwahl im Gefängnis? Was ist denn daran schlimm? Gibt es kein vegetarisches Essen im Krankenhaus und im Gefängnis? Typ hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Ja. Mark Stein schreibt dazu, der Westen bezahle den Strick, damit er eines Tages aufgehängt werde. Überall, so dann, jetzt kommt das Nächste. Jetzt, das muss man sich über die Zunge gehen. Überall pressen arabische Staatsführer den westlichen Nationen die Jizya ab. Überall pressen arabische Staatsführer den westlichen Nationen die Jizya ab? Der Typ hat eine totale Macke. Das ist pure Hetze. Ist das keine pure Hetze? Fehlinformationen, Lügen zu verbreiten, um Hass und Ängste zu schüren, das ist die Definition für Hetze. Hier wird erzählt, ja, dass Leute, hier wird Sozialhilfe, islamkonforme Menüwahl, Fahrkarten mit einer Eroberung in Verbindung gebracht. Hier wird erzählt, überall pressen arabische Staatsführer den westlichen Nationen die Jizya ab. Ist der Typ noch normal? So gut wie alle muslimischen Länder wurden kolonialisiert. Und sowas wird in deutschen Büchereien verkauft. Hier, wie heißt der Vertrag? Kopp Verlag. Kopp. Hier. Und unbestreitbar verlässt sich ein wachsender Teil unserer Mitbürger aus dem islamischen Kulturkreis beim Einkommen nicht auf den eigenen Kopf und die eigenen Fähigkeiten, sondern auf den von den Lesern dieser Seiten finanzierten Sozialstaat. Erstmal, meine Mutter hat ein Restaurant. Wenn sie eine Annonce aufgibt für Leute, die spülen sollen, die sich am meisten melden, sind Leute, sind keine Deutschen, sondern sind Türken etc. Das ist ja purer Schwachsinn.
Das ist einfach nur Fehlinformation. Wie viele Geschäfte gibt es? Wie viele Imbisse gibt es? Wie viele Friseure gibt es? Wie viele Supermärkte gibt es? Das kann nur jemand erzählen, der weltfremd ist. Oder lügt. Das ist die Bibel der Bekloppten. Dieses Buch SOS Abendland ist die Bibel der Bekloppten. Hier. So, pass auf, jetzt, Leute, jetzt müsst ihr zuhören. Hört mal zu jetzt, pass auf. Hier. Der Autor möchte Ihnen, das Buch ist geschrieben worden übrigens im Jahre 2008. Ja? Gut, dass ich jetzt über dieses Buch rede. Hört gut zu. Der Autor möchte Ihnen eine Europa betreffende Studie des CIA nicht vorenthalten. Sie befasst sich mit Bevölkerungsentwicklung in europäischen Ballungsgebieten und widmet sich intensiv auch vielen deutschen Städten. Pass auf jetzt, diese Panikmache hier. In dieser Studie wird die Unregierbarkeit vieler europäischer Ballungszentren etwa um das Jahr 2020 herum prognostiziert. In Deutschland fallen darunter Teile des Ruhrgebietes, Teile der Bundeshauptstadt Berlin, das Rhein-Main-Gebiet, Stadtteile von Ulm sowie Vororte Hamburgs. Unregierbar. Ja. Diesen Schwachsinn konnte er erzählen. Wir haben jetzt das Jahr 2019, das heißt um das Jahr 2020 und man sieht keine Spur von Unregierbarkeit. Aber guck mal, wenn wir das jetzt sagen, guck mal, das ist jetzt für normale Menschen. Die Bekloppten, die Islamophoben, die glauben das. Da ist doch alles unregierbar. Ist alles unregierbar. Die Polizisten trauen sich doch gar nicht mehr, die Viertel, da glauben die dran. Weil die den ganzen Tag in diesen Hetzerforen sitzen und sich gegenseitig am Aufhetzen sind. Bis dann einer in Quebec auf die Idee kommt, in eine Moschee zu rennen und jetzt SOS, SOS, jetzt müssen wir was tun. Oder einer auf die Idee kommt, in Christchurch in die Moschee zu rennen, SOS, jetzt muss einer handeln, es ist zu spät sonst. Oder bis einer auf die Idee kommt, in München Leute abzuknallen. Dieser Bekloppte übrigens, der in München die Leute abgeknallt hat, ja, der kam sogar einmal zu einem Vortrag von mir und wollte dort das Maul aufreißen. Und ist ihm das Maul dreckig gestopft worden. Ein absoluter Vollpfosten, der Typ. So, dann. Die Studie, natürlich mit legalen Mitteln das Maul gestopft. Die Studie spricht von Bürgerkriegen. Guck, die Studie. Die Studie spricht von Bürgerkriegen. Aber wo ist die Studie eigentlich vom CIA? Das garantiert auch wieder irgendein Gelaber von ihm. Die Studie spricht von Bürgerkriegen, die Teile der vorgenannten Länder unregierbar machen würden. Hintergrund der Studie sind Migrationsbewegungen und der mangelnde Integrationswille von Teilen der Zuwanderer, die sich rechtsfreie, ethnisch weitgehend homogene Räume erkämpfen und diese gegenüber allen Integrationsversuchen auch mit Waffengewalt verteidigen werden. Das war die Prognose von SOS Abendland, die Bibel der Bekloppten, von Udo Ulfkott im Jahr 2008, für das Jahr 2020. Bürgerkrieg. Die am Genfer See lebende jüdische Autorin, und hier etwas Wichtiges, diese Hetze hat nicht erst vor kurzem angefangen. Die am Genfer See lebende jüdische Autorin Bat Yeor hat diese Entwicklung vor Jahren schon in ihrem Buch Eurabia beschrieben. Sie hauptet allerdings, es gebe einen Plan. Hört zu, das ist das, was diese Bekloppten vermitteln. Und deswegen sage ich auch, Leute, und man muss mit diesen Leuten, man muss diese Sache auch so ansprechen, wie sie ist. Wer so etwas glaubt, ist bekloppt. Ja? Und nicht, dass dann wieder ein Muster kommt. Ja, aber ist es, sollte man so mit dem... Nein, wir kennen diese Menschen. Es nützt nichts. Ich habe mit Udo Ulfkott, mit dem Verfasser dieses Buches, ich habe ihm angeboten, dass man sich zusammensetzt, redet. Stefan Herre vom PI News. Ich habe ihm angeboten, sich zusammensetzen zu reden. Diese Leute sind nicht normal. Die sind bekloppt. Das müssen wir verstehen. Denen kannst du nur helfen, indem du ihnen eine Diagnose stellst und sie knallhart darauf aufmerksam machst, dass sie bekloppt sind. Diese Leute sind bekloppt. Hier. Bat Yeor
hat diese Entwicklung vor Jahren, hört genau zu, schon in ihrem Buch Eurabia beschrieben. Sie behauptet, es gebe einen Plan europäischer Politiker, aus Europa eine Kolonie des Islam zu machen. Das muss ich vorstellen. Und diese Leute lesen das. Boah, ja, die Merkel. Genau. Merkel. Merkel muss weg. Die will aus Europa eine Kolonie des Islam machen. Die merken gar nicht, wie der Staat eigentlich intelligent ist in der Bekämpfung des Islam. Ja. Aber die sind einfach nur bekloppt. Ja. Der renommierte norwegische Politiker Hallgrim Berg sieht das ähnlich. Noch ein Bekloppter. Er hat im Oktober 2007 in Norwegen ein Buch vorgestellt, in dem er ebenfalls von einem künftigen Eurabien-Sprecher schreibt, sie können Europa bald kampflos übernehmen. Was heißt das, kampflos übernehmen? Heißt das nicht kämpft? Dann weiter. So, pass auf jetzt. Jetzt zitiert er einen Muslim. Oder misszitiert ihn an falscher Stelle. Salim Abdullah, Gründer des Islam-Archivs in Soest, schrieb in dem schon 1993 erschienenen Buch Was will der Islam in Deutschland? Der Islam in der Diaspora braucht im säkulären Staat die Demokratie und die Menschenrechte wie die Luft zum Atmen. Muslime haben hier in Deutschland Freiheiten, die ihnen in keinem einzigen islamischen Land gewährt werden. Das deutsche Grundgesetz ist dem Islam und seinen Zielen nützlich, damit sie ihre Rechte einfordern können. Was meint er denn damit? Er will hiermit vermitteln, dass dieser Salim Abdullah damit sagen will, die wollen uns erobern. Was meint er mit seinen Rechten? Dass man, wenn man von Religionsfreiheit redet, dass man in seinem privaten Rahmen die Religionsfreiheit praktizieren kann. Ich kann den Hijab tragen, ich brauche kein Schweinefleisch zu essen, etc., etc. Nichts anderes, meint er hiermit. Ich kenne diesen Salim Abdullah nicht, aber ich verstehe seine Absicht dahinter. Die Bürger sehen, wie um jede neue Moschee, jetzt hier, pass auf jetzt, die Bürger sehen, wie um jede neue Moschee, die sie nach dem Willen der Politik demütig begrüßen müssen. Ach so, der Wille der Politik. Ja, wir müssen jetzt die Moschee demütig begrüßen. Ja. Neue islamische Ghettos entstehen. Stimmt gar nicht. Die Moscheen werden meistens gebaut, entweder im Wohngebiet, wo viele Muslime sind, oder in irgendwelchen und meistens in irgendwie abgelegen in Industriegebieten. Das ist der pure Schwachsinn. Eine Moschee und dann kommt danach ein Ghetto. Und Ghetto, was heißt Ghetto? Gewalt, dann ist der pure Quatsch. Das ist der pure Quatsch. Das heißt, die Muslime bauen erst eine Moschee und dann ziehen sie um die Moschee. Wo ist das denn so? Das ist der pure Schwachsinn. Ich habe noch nie einen Muslim gesehen, der extra irgendwo hingezogen ist, wo eine Moschee ist. Noch nie. Aber man weiß, dass in bestimmten Gebieten, wo viele Muslime wohnen, eine Moschee gebaut wird. Logischerweise, warum gibt es in Deutschland in jedem Dorf eine Kirche? Weil da Christen gewohnt haben, die dann eine Kirche dort haben wollen. Die haben nicht zuerst die Kirche dorthin gebaut und dann kamen die Leute dahin, um neben der Kirche zu wohnen, haben Ghetto gebildet. Jetzt guck mal hier. Jetzt, man soll selber entscheiden, auch für Nicht-Muslime, die sich das mit offenem Herzen anschauen, dass es keine Hetze ist. Wir in jedem Vortrag sagen wir Abstand von Gewalt. Wo sagt er hier Abstand von Gewalt? Einmal in dem Vortrag. Wo sagt Tino Sarrazin das? Wo sagen die einmal keine Gewalt, die Diskussion? Nein, für die ist gar keine Diskussion, weil die Muslime lügen. Ja, das ist alles Mutakir. Da alles keinen Sinn. Wir müssen jetzt aufstehen. Hier, SOS. Hier. Islamische Ghettos entstehen, die europäische Kultur verdrängt wird. Wie viele kleine Frankenstein-Monster breiten sich diese islamischen Ghettos überall in Europa aus. Wie viele kleine Frankenstein... Sowas wird verbreitet in Deutschland? Man muss sich mal vorstellen, was würde passieren, wenn ich schreiben würde, die Juden bauen Synagogen, damit sich danach darum Ghettos bilden, um die deutsche Bevölkerung zu verdrängen.
Wie kleine jüdische Frankenstein-Monster breiten sich diese Ghettos über ganz Europa aus. Ghettos, jüdische Ghettos. Jetzt geht's weiter, es ist nicht jüdische, redet hier von Muslimen. Ich würde mal gerne wissen, was dann passiert. Das wird sofort verboten werden. Er würde sofort wegen Volksverhetzung angezeigt werden. Aber hier nicht. Warum nicht? Weil wir Muslime nichts machen. Und wenn einer was macht, weil die Juden zusammenhalten. Die Juden können nichts dafür, dass wir Muslime Vollidioten sind. Da können die nichts für. Die Juden können nichts dafür, dass wir in unseren eigenen Reihen immer nur Neinsager, Besserwisser und Dummschwätzer haben. Sobald jemand sagt, komm, lass uns aufstehen, lass uns was machen. Nein, nein, lieber leiser, nein, nein. Weil er gerne die Macht haben will. Die arabische Machtgier. Er will gerne die Macht haben. Er will gerne vorne stehen, der Führer sein. Wenn du einen Vorschlag machst, nee, da ist er nicht dabei. Weil er will es gerne haben. So. Das ist das Problem. Wir haben keinen Zusammenhalt, weil jeder der Chef sein will. Sei der Chef, aber mach was. Ich mach mit. Sei der Chef, aber mach was. Ja? Die Juden, wenn jemand so ein Buch gegen die Juden schreiben würde, machen sie sich zusammen. Halten sie zusammen, setzen sich zusammen und dann machen sie was dagegen. Und dann beschweren sie sich darüber. Aber bei uns kommt immer nur irgendjemand, der wieder alles kaputt macht. Was ganz zu machen ist, ist leicht. Was aufzubauen ist schwer. Was kaputt zu machen ist leicht. Hier, ich habe hier eine Brille, die zu bauen ist schwer. Knack, einmal mache ich so, ist die Brille kaputt. Und genauso ist das. Sobald jemand handeln will, kommen bei uns die ganzen Dummschwätzer. Nein, nicht so. Nein, 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 nein. Aber wenn du ihn fragst, was hast du für einen Vorschlag? Was ist deine Methode? Was kommt dann? Nichts. Nichts. Er kann nur Nein sagen. Wir müssen weise sein. Und weise sein heißt bei dir nichts machen. Das Maul halten. Und wo uns das hingeführt hat, hier, ich habe über die ganzen Sachen, es gibt so viele Vorträge im Internet, darüber schon aus dem Jahr 2007. Und jetzt haben wir Jahr 2019, jetzt sind in Neuseeland 50 Leute getötet worden in einer Moschee. Die Wahrscheinlichkeit, dass das in Deutschland passiert wäre, wäre viel größer gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das in Deutschland irgendwann passiert, ist groß. Das sage nicht nur ich. Das steht sogar im Spiegel oder im Stern. Es braucht nur einen zu geben. Jemanden umzulegen ist easy. Wenn jemand entschlossen ist, muss er nur wissen, wann die Muslime wo sind. Der muss nur bereit sein, sein Leben zu opfern und entweder in den Knast zu gehen oder selber getötet zu werden. Schon knallt es. Der weiß, wann die Muslime wo sind. Und wodurch wird der angestachelt? Durch solche Thesen. Das ist nichts anderes wie bei dem Attentäter von Neuseeland. Das sind dieselben Thesen. Hier und da ein paar andere Thesen. Aber mehr oder weniger genau dasselbe im Grün. Wir sind bedroht, wir müssen jetzt handeln. SOS. Aber wie gesagt, ich rege mich über die Muslime mehr auf. Ehrlich gesagt. Weil ich kann es einfach nicht begreifen. Okay, ich bin Deutscher. Ja? Mir will keiner folgen. Setzt euch selber zusammen und macht was. Setzt euch selber zusammen. Hier, weiter. Ghettos, in denen Polizei, Notärzte, Krankenwagen und Feuerwehr nur noch dann Zutritt haben, wenn es die Mitbürger, also die Muslime, wohlwollend gestatten. Davon redet er heute. Das ist seine Welt. Da ist dann der AfD-Wähler aus Sachsen-Anhalt, der auf irgendeinem Dorf mit 500 Einwohnern lebt und sagt dann, boah, die Großstädte in Deutschland, die Polizei traut sich nicht mal mehr da rein. Wo traut sich die Polizei nicht rein? Ist der pure Schwachsinn. Jeden Tag hört man davon, wo irgendwo eine Razzia gewesen ist. Das ist pure Hetze. Das geht an der Realität komplett vorbei. Natürlich ist es ein gefährlicher Job, Polizist zu sein. Aber nicht erst seit heute. Von jenen, die einmal unsere Renten bezahlen sollen,
haben mindestens 20% nach offiziellen Angaben der Bundesregierung vor, den Islam mitten in Europa mit brutaler Gewalt durchzusetzen. Da schweigen wir zu. Stell dir mal vor, das ist ja pure Quatsch. Laut Bundesregierung. Ja, wo ist denn, wo ist die Studie? Ihr gibt ja irgendwo eine Studie an, ja? So. Dann gehst du hinten rein. Das ist pure Quatsch. Unter unseren Augen wächst eine Generation Kill auf. Stell dir vor, das würde über die Juden gesagt werden. War die Hetze von Goebbels gegen die Juden härter? Unter uns wächst eine Generation Kill auf. Stell dir vor, das würde man über Juden sagen. Eine Zuwanderergeneration, die Inländerfeindlichkeit für einen Mordspaß hält. Beinahe alle Medien verhöhnen die Opfer, weil sie in den meisten Fällen nicht über sie berichten. Wichtig aus medialer Sicht vor allem der Täterschutz, solange es sich um zugewanderte Mitbürger handelt. Das glauben die wirklich. Hauptsache Täterschutz. Okay, was war mit Berlin? Was war mit, was war, wo weißt du, kennst du denn die Fälle? Was war denn mit Hart und Zürich? Was war denn mit Kirschweier? Was war denn mit diesen ganzen Fällen, wo irgendwelche asozialen Muslime oder Leute, die sich im Islam zuschreiben, irgendjemand platt getrampelt haben? Woher habt ihr die Information? Aus den Medien. Aber die Medien verhöhnen die Opfer, indem sie das nicht erzählen. Die Leser dieses Buches haben nun einen realistischen Einblick. Ja, sehr realistisch. Das sehen wir ja. Das ist ja 2008 geschrieben worden. Der realistische Einblick war ja hier, dass 2020 bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland sind. Ne? In die schweren Lasten bekommen, die in Europa mit den Schönheiten des islamischen Kulturkreises in Anführungszeichen einhergehen. Sie haben auch erfahren, die von der schleichen Islamisierung ausgehende Gefahr. Und schleiche Islamisierung ist für sie, dass Moscheen gebaut werden, etc. Das heißt, dass die Religion frei praktiziert wird. Ja? Sie haben erfahren, dass die von der schleichen Islamisierung ausgehende Gefahr weitaus größer ist als Vogelgrippe und Rinderwahn zusammen. Die schleichende Judaisierung, stell dir vor, das würde einer sagen, ist gefährlicher als Vogelgrippe, ne, und Rinderwahn zusammen. Wir Europäer sind wie die dicke, glückliche Kuh, die sich gerne beständig melken lassen, bis sie dann eines Tages ins Schlachthaus geführt werden. Jetzt, ihre Kinder werden sie eines Tages fragen, was sie gegen diese Entwicklung getan haben. Okay, was soll man denn jetzt machen? Was soll man machen? Wir haben in Deutschland kein Ausländerproblem. Vielmehr haben unsere Zuwanderer aus dem islamischen Kulturkreis überall in Europa ein gewaltiges Problem mit den Inländern. Echt? Woher willst du das wissen? Von irgendeinem Alpha-Jacke? Türke im Internet, der die Deutschen am Beschimpfen ist, bei YouTube? Es gibt eine ausgesprochene Europäerfeindlichkeit, ja teilweise unverhüllten Hass auf alles Westliche. Das wird gefordert von aggressiven Imamen, die sich nach außen biedergebende Muslime vereinen, die in Wahrheit als Brandstifter fungieren. Sie sehen in ihrer hier lebenden Landzeit eindeutig am Vorposten für die Ausbreitung des Islams. Wo willst du das denn wissen? Seien Sie sich nun der Tatsache bewusst, dass die mehr als 1000 aufgezeigten Beispiele fast ausnahmslos aus den zurückliegenden 18 Monaten stammen. Es sind nur Momentaufnahmen, die der Autor auch für alle anderen nicht in einzelnen Kapiteln ausführen, westlichen Ländern. Ja. Unterdessen setzt sich dieser Prozess Tag für Tag fort. Irgendwann wird der Zwangswurf auch vor Ihrer Haustür und auf Ihren Arbeitsplatz ankommen. SOS. Jetzt handeln. Wisst ihr, wer auch so gesprochen hat? Goebbels. Bei der Operation Barbarossa. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist es zu spät. Jetzt müssen wir die Faust bandagieren. Ja. Ja. Es geht weiter. In Deutschland gibt es auch wie in allen anderen EU-Staaten viele gut integrierte Ausländer. Dazu gehören hierzulande neben vielen anderen etwa Äthiopier,
Chinesen, Inder, Vietnamesen, Japaner, nicht zu vergessen die Juden aus der frühen Sowjetunion. Das heißt, die sind ja integriert, aber die Muslime, nein. Was muss passieren, damit der Tsunami der Islamisierung Europas, die damit einhergehende Kriminalitätswelle und die Vernichtung unserer abendländischen Werte gefühlt aufreiben können? Hier seht ihr, dass der Islam immer mit Verbrechen, Raub, Mord etc. in Verbindung gebracht. Immer. Das heißt, der Vergewaltiger, der sich eben noch in Jack Daniels reingepfiffen hat, der wird mit dem Islam in Verbindung gebracht. Das ist einer der Hauptpunkte bei den Islamophoben. Jetzt wollen wir wissen, was sind seine Vorschläge. Ein Vorschlag ist strafbewährtes Verbot der Verherrlichung des Massenmörders Mohammed. Das heißt, er fordert, dass man Mohammed a.s.w. nicht mehr loben darf, weil er Kriege geführt hat. Warum fordert er das nicht bei Moses? Numeri 31. Ja, weil die Juden dann aufstehen. Aber bei uns kann man nicht aufstehen, weil sobald jemand aufsteht, sitzen da wieder die Dummschwätzer. Nein, nein, setz dich wieder hin. Nein, nein, komm, setz dich hin. Zudem müssen solche Bücher europaweit mit einem deutlichen Warnhinweis analog der Zigarettenpackung versehen werden. Etwa Islam bedeutet Diskriminierung. Das sind seine Vorschläge. Schließung und Einzug des Vermögens aller jenen Moscheen, die durch ihre im Gedenken an bekannte Christenhasser erfolgten Namensgebung Europa Tag für Tag unseren Kulturkreis und die westliche Zivilisation beleidigen und provozieren. Etwa Fatih-Moschee. Jede Moschee, die Fatih heißt, oder Tariq-Moschee, muss geschlossen werden. Das Geld muss weggenommen werden. Hier geht es um Salafisten, Freunde der Sonne. Das Buch ist 2008 geschrieben worden. Ne? Europaweite Schließung aller islamischen Kulturvereine, in denen nach Erkenntnissen von Soziologen wie Rauf Ceylan ist übrigens einer von denen, die für den Islamunterricht in deutschen Schulen jetzt zuständig sind. Ja? Der ist für das Islaminstitut für das Studium in Osnabrück mit zuständig. Rauf Ceylan. Unter der Tarnung von hier, europaweite Schließung aller islamischen Kulturvereinen, in denen nach Erkenntnissen von Soziologen wie Rauf Ceylan unter Tarnung von Kaffeehäusern oder Teestuben Zwangsprostitution, verbotenes Glücksspiel, Hehlerei und Rauschgifthandel betrieben werden. Islamische Kulturvereine, wo Zwangsprostitution, verbotenes Glücksspiel, Hehlerei und Rauschgifthandel betrieben werden, nach Rauf Ceylan. Guck mal, damals haben wir einen Aufruf gemacht, gegen Mohanad Khorshide aufzustehen. Diese Leute sind so, Rauf Ceylan und Mohanad Khorshide sind so. Dieser Rauf Ceylan behauptet, dass es islamische Kaffeehäuser gibt, wenn der Uwe Ulfkotte das hier richtig zitiert, ja, wo Rauschgifthandel und Zwangsprostitution, das ist im Islam Haram hoch 1000. Das ist pure Hetze. Hier wird Zwangsprostitution und Rauschgifthandel absichtlich mit dem Islam in Verbindung gebracht, um Ressentiments gegen Muslime zu schüren, um Vorurteile gegen Muslime zu schüren, um Hass zu schüren, um Panik zu machen. Damit man an einem Kaffeehaus vorbeigeht und denkt, oh, vielleicht ist da Zwangsprostitution, Rauschgifthandel, die islamisch. Das ist der Wahnsinn. Lasst uns aufstehen. Nein, nein, komm runter. Nein, nein, bringt sowieso nichts. Nein, nein, komm, lass uns warten, bis der mit dem Maschinengewehr bei uns in die Moschee reinmarschiert. Bis die Leute weiter aufgehetzt werden. Lass warten. AfD ist noch nicht an der Macht. Vielleicht in 20 Jahren. Dann stehen wir vielleicht mal auf. Verbot aller archaischen islamischen Blutkultfesten der Öffentlichkeit. Etwas schiitischen Ashura-Festes. Seht ihr? Bei diesen Leuten geht es nicht um Salafisten. Und das gehört dazu, wenn man das Problem nicht richtig erkennt, falsch zu handeln. Wenn man eine Krankheit nicht erkennt, nicht richtig diagnostiziert, kann man auch nicht die richtige Medizin anwenden. Deswegen diese
weit verbreitete Mentalität, immer die Schuld auf andere zu schieben, bringt nichts, Freunde der Sonne. Schließung aller Koranschulen in Europa, die das vom Islam verbreitete Menschenbild verbreiten. Einführung eines Pflichtschulfachs, Islamkunde an allen Schulen unter Beteiligung von Mitgliedern des Zentralrates der Ex-Muslime. Damals, 2007, das kennen viele von euch vielleicht gar nicht mehr. Da wurde der Zentralrat der Ex-Muslime gegründet. Wir haben dagegen gesprochen. Wir haben vorgespielt bei Kundgebungen, was diese Mina Ahadi gesagt hat. Haben Sie auch gehört, dass Ehrenmord nichts vom Islam zu tun hat? Natürlich hat Ehrenmord was mit dem Islam zu tun. Ehrenmörder werden im Islam bei den Muslimen als ehrwürdige Menschen betrachtet. Der Mörder von Hatun Sürücü wird im Gefängnis von seinen Mitmuslimen gefeiert. Und es gibt sogar Feste für Ehrenmörder. Da habe ich immer gefragt vor der Öffentlichkeit, bei Kundgebungen, damit die Außenstehenden das sehen, dass wir Muslime das wirklich verachten. Kennt hier, war ich jemand schon auf einer Ehrenmörderparty gewesen? Wer hier glaubt, dass Ehrenmord haram ist? Da haben alle aufgezeigt. Warum? Um diesem Quatsch, der hier in solchen Büchern verbreitet wird und durch Zentralrat der Ex-Muslime verbreitet wird, entgegenzuwirken. Ich bin nach Marokko gegangen, weil die dort auch behauptet in diesem Vortrag, dass in Marokko Ehrenmord praktisch mehr oder weniger geduldet wird. Und der Beweis dafür ist, weil es dafür eine geringe Strafe gibt. Und dann bin ich extra in Marokko, in Marrakesch, zu einem Fatwa-Komitee gegangen. Wollte eine Fatwa haben. Ich habe denen den Sachverhalt erklärt. Ich habe gesagt, da gibt es eine Frau in Deutschland, die erzählt, dass in Marokko es praktisch Ehrenmord sozusagen geduldet wird, toleriert wird. Und ich wollte von euch nur eine Fatwa haben, dass ihr erklärt, dass das im Islam haram ist und dass das in Marokko auch nach Gesetz streng verboten ist und was es da für eine Strafe gibt. Ich habe denen das erklärt, kam eine Woche später wieder, habe ich einen Brief gehabt, bin mit dem Brief nach Hause. Ich habe gedacht, boah, super, jetzt kann ich das zu Hause vorlesen. Guck mal hier, ich habe eine richtig offizielle Fatwa vom marokkanischen Fatwa-Komitee aus Marrakesch, von den Gelehrten dort. Ja, und dann kann ich das vorlesen. Was schreiben die dort? Was schreiben die dort? Das ist wieder genau dasselbe. Jemand will aufstehen, was tun? Nein, nein, komm, lieber nicht. Lass, komm runter, nicht. Bleib sitzen, damit dich keiner sieht. Schreiben dort, ja, das ist nicht unsere Angelegenheit. Wir bitten Sie, mit Ihrer Angelegenheit in Deutschland oder in Europa zu einem Fatwa-Komitee zu gehen. Hallo, es geht um Marokko. Ihr braucht nur zu schreiben, das ist im Islam verboten und nach marokkanischem Gesetz verboten. Mehr braucht ihr nicht zu schreiben. Ich wollte normalerweise dahin gehen und sagen, hört mal zu, da habt ihr Islam studiert. Was seid ihr für Versager? Ihr habt den Islam studiert, um hier Geld zu kassieren. Oder was? Und ihr könnt noch nicht mal mit einem Satz den Propheten Mohammed verteidigen, indem ihr sagt, Ehrenmord ist im Islam verboten, ist laut marokkanischem Gesetz streng verboten. Boom. Das könnt ihr noch nicht mal schreiben? Normalerweise wollte ich das gesagt haben. Ich habe gesagt, komm, vergiss es. Da hast du so Hopfen und Malz verloren. Das ist unser Problem. Dass wir immer diese Bremse haben. Nein, nein, komm, setz dich hin. Nein, nicht aufstehen, setz dich hin. Herr, sieht dich noch einer. Gründung einer europaweiten gemeinnützigen Netzwerks, wie irre der ist hier. Gründung eines europaweiten gemeinnützigen Netzwerks von Islammobilen, also umgebaute große Busse, die vor Einkaufszentren, Schulen, Moscheen und auf Marktplätzen mit Wanderausstellungen über die Schrecken der Islamideologie aufklären. Mitglieder des Zentralrats der Ex-Muslime können in den Bussen aus eigener Anschauung über die kulturelle Verarmung unter dem Banner des Islam berichten. Verbot der Stoffkäfighaltung von Frauen. Strafbewährtes Verbot der Verschleierung in der Öffentlichkeit. Und jetzt zitiert er wieder einen Muslimen. Das sind immer die Besten. Dann kommt man immer mit einem Muslim. Das ist der Kronzeuge. Ja, seht ihr, ich habe doch recht. Die aus Algerien stammende Muslima Fadela Amara nennt die Frauen Stoffkäfige des islamischen Kulturkreises öffentlich Gefängnisse und Zwangsjacken. Seht ihr? Ist ja auch ein Muslim. Dann hier, Punkt 8, das Grundgesetz muss entsprechend geändert werden. Der ist verfassungsfeindlich. Das Grundgesetz muss geändert werden.
Die reden immer davon, die Muslime sind gegen das Grundgesetz. Hier, das Quersch, halt, das Grundgesetz muss geändert werden. Das ist es. Die Islamophoben wollen das Grundgesetz ändern. Staatliche Maßnahmenprogramme gegen die wachsende Inländerfeindlichkeit der Zuwanderer. Abschaffung des Migrantenbonus vor Gericht. Das ist pure Hetze. Ich kenne eigene Beispiele aus meinem Leben, wo es genau andersrum gewesen ist. Wo der Deutsche gesagt hat, ja, der hatte noch eine Zukunft, das ist eigentlich netter, aber der Muslim. Migrantenbonus. Das heißt, die greifen die Gerichte an, die greifen die Polizei an, die greifen alles an, die greifen die Medien an. Alle sind dazu da, um den Islam zu verbreiten, sogar die Politiker. Hier. Nach dänischem Vorbild Umzugshilfe für Inländer, die in Moslem-Ghettos beständig von zugewanderten Mitbürgern bedroht werden. Was zeichnet ihr hier für ein Bild? Oh ja, wir brauchen jetzt. Es ist so schlimm geworden. Die Türken um mich herum. Ich muss auswandern. Bitte Umzugshilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Ich halte das hier nicht. Was ist da für ein Bild? Sollen wir Umzugshilfen für Leute, für Vietnamesen und Schwarze anbieten, die irgendwo in Sachsen-Anhalt in einem Gebiet wohnen, wo Neonazis wohnen oder was? Nach niederländischem Vorbild Ehrengewalt beauftragt auf jedem Polizeirevier. Ja klar, Ehrenmord, das ist ja auch eine Sache, die alltäglich vorkommt. Wisst ihr, wie man Ehrenmord am besten bekämpft? Streng muslimische Vertreter, die den Leuten die Ohren lang ziehen und ihnen klar machen, was sie für einen Dreck fabrizieren. Nach belgischem Vorbild Verbüßung von Haftstrafen unserer Mitbürger aus dem islamischen Kulturkreis in den Herkunftsländern, damit sichergestellt wird, guck mal hier dieser Sarkasmus, dass ihre Islamideologie während der Haftzeit nicht beleidigen wird. Das heißt, er weiß, dort in den Gefängnissen gibt es Schläge, werden die Leute gefoltert. Dann sollen sie sie. Du merkst, spürst diesen Hass dieser Leute, ja? Da sollen sie da ins Gefängnis gehen, in Ägypten. Da können sie auch sicher sein, dass ihre Islamideologie während der Haftzeit nicht beleidigt wird. Abschiebung all jener Imame aus Europa in ihren Heimatkulturkreis, die öffentlich die Vergewaltigung und Unterdrückung unverschleierter Frauen gerechtfertigt haben. Es gibt keine Imame, die Vergewaltigung rechtfertigen. Das ist eine pure Lüge. Und dann nimmt man vielleicht von irgendeinem Imam von Tausenden in Europa ein Beispiel, wo man eine Aussage von ihm oder einen Versprecher von ihm aus dem Kontext zitiert und redet dann von Imamen, als wenn die Imame in Deutschland in der Regel auf der Mimbar stehen und sagen, ja, man darf die Frauen vergewaltigen, die kein Kopf, das ist pure Hetze. Ist das keine pure Hetze? Das ist pure Hetze. Das sind falsche Informationen, die mit der Absicht verbreitet werden, um Hass und Ängste zu schüren. Solche Bücher werden verkauft. Geht mal in die Bücherei bei euch. Guckt mal auf die Bestseller. Ein Bestseller heißt gerade feindliche Übernahme. Von Herrn Sarrazin. Feindliche Übernahme. Die Feinde sind unter uns. Und sie geben sich als Freunde. Stell dir mal vor, du würdest über die Juden in Deutschland, man hätte heute ein Beispiel, dass man damals feindliche Übernahme, man sagt, das ist Hetze gegen die Juden gewesen. Die Juden waren unter uns und die wollten dann, das ist eigentlich genau das, was die Nazis erzählt haben. Die Juden sind wie Kraken, das Wort wurde sogar hier benutzt, wie eine Krake unter uns und wollen sich verbreiten und uns unterdrücken, uns das Geld abziehen. Genau dasselbe wird hier erzählt in dem Buch. Aber es ist alles Meinungsfreiheit. Weiter. Ausweisung aller Scharia-Richter aus Europa. Schwachsinn, gibt's nicht. Verbot der islamischen Apartheid. Verbot der integrationsfeindlichen islamischen Geschlechtertrennung. Es kann nicht weiter hingenommen werden, dass Moslems, unsere Apartheid, wird mit dem Unrechtsregime in Südafrika in Verbindung gesetzt, ja? Dass Moslems wie Pierre Vogel in öffentlichen und vom Steuerzahler finanzierten Räumen
für ihre Ideologie werben und bei solchen Veranstaltungen Männer, Frauen getrennt sitzen müssen. Erstmal, wenn wir vom Steuerzahler finanzierte Räume, darunter versteht der Leser, ja, versteht darunter, ja hier, guck mal, die Regierung, die finanziert das auch noch. Erstmal, wenn wir eine Halle gemietet haben, waren das meistens Hochzeitssäle, nicht vom Steuerzahler finanzierte Räume, der pure Schwachsinn. Und zweitens, jeder hat die freie Entscheidung, zu der Veranstaltung zu gehen. Es gibt auch Frauenfitnessstudios. Die Frau entscheidet selber, ob redet man davon Apartheid, wenn eine Frau lieber in ein Fitnessstudio geht, wo nur Frauen sind? Redet man von Apartheid, wenn wir in einem Fitnessstudio eine Räumlichkeit haben, wo nur Frauen sind? Das ist ein Schutz für Frauen. Warum wird das hier als Schutz für Frauen gesehen? Warum wird das da als Apartheid als Apartheid dargestellt? Pure Lüge. Okay, ich habe es schon mal gesagt. Du bist gegen Geschlechtertrennung? Okay, keine Heuchelei. Dann schaff die Herren- und Damentoiletten ab. Warum gibt es Herren- und Damentoiletten? Warum gibt es auch in Krankenhäusern extra Stationen für Frauen und extra Zimmer für Frauen und extra Zimmer für Männer? Ist das Apartheid? Warum? Warum ist in dem Krankenhaus, sind nur Frauen zusammen auf einem Zimmer und Männer? Warum nicht anders? Warum? Sollte ich nicht so anstellen? Wegen Befindlichkeiten, wegen Schamhaftigkeit oder was auch immer. Ja, ist aber das nächste gar nichts anderes. Das Haar genau dasselbe in Grün. Jugendherbergen. Alles Mögliche gibt es in Deutschland. Das ist der pure Blödsinn. Hier. Ach ja, jetzt bin ich bestimmt wieder schuld daran. Ne? Ja, ist klar. Bei einigen Muslimen. Ja, du bist schuld. Nee, schuld sind die, die das Maul halten. Die sind schuld. Ausweisung jener, die verfassungsfeindliche oder terroristische Gruppen unterstützen oder unterstützt haben. Dazu gehören beispielsweise türkische Mitbürger, die in Europa öffentlich für die verbotenen rechtsextremistischen grauen Wölfe werben. Und kurdische Mitbürger, die in Europa die verbotene Terrorgruppe PKK unterstützen oder dem inhaftierten Terrorführer Abdullah Öcalan öffentlich gehuldigt haben. Das zum Thema Pierre Vogel ist schuld. Aber was hat PKK mit Islam zu tun? Graue Wölfe kenne ich mich nicht so mit aus. Soweit ich weiß, haben die auch gar nichts mit Islam zu tun. Aber da kenne ich mich nicht so mit aus. Und da siehst du hier, wie alles miteinander vermischt wird. Drogen, Zwangsprostitution, alles Islam. PKK, graue Wölfe, alles Islam. Freiwillige Verpflichtung älterer Muslime, in öffentlichen Verkehrsmitteln, die in öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren, um muslimische Jugendliche von inländerfeindlichen Gewaltorgien abzuhalten. Boah, wir haben täglich mit inländerfeindlichen Gewaltorgien in Bussen und Bahnen zu tun. Das ist völlige Panikmache. Wer so etwas liest, traut sich gar nicht mehr auf die Straße. Aber in dieser Scheinwelt leben die Bekloppten. Wo muslimische Grabfelder... Jetzt. Das, vielleicht kann mir einer das von euch erklären. Wo muslimische Grabfelder entstehen, darf nicht, wie immer wieder von Moslemgruppen gefordert und auch praktiziert, die von Christen verunreinigte Graberde abgetragen werden. Hä? Kapierst du das? Wo muslimische Grabfelder entstehen, darf nicht, wie immer wieder von Moslemgruppen gefordert und auch praktiziert, die von Christen verunreinigte Graberde abgetragen werden. Ich weiß, wovon er redet hier. Also hier weiß ich noch nicht mal, wovon er redet, aber er hat wahrscheinlich sowieso irgendwie einen an der Mütze gehabt. Sofortiger Abbruch, hier nochmal, ne? Pierre Vogel ist schon. Sofortiger Abbruch aller Gespräche der EU mit Ankara, die das Ziel verfolgen, die Türkei in die Europäische Union aufzunehmen. Ende aller Gespräche mit jenen Moslemführern, die die Ausbreitung des bitte, das jetzt hier, bitte schön. Das müsst ihr jetzt hören, bitte. Das müsst ihr euch auf der Zunge
zergehen lassen. Damit ihr seht, was die Islamophoben für einen Dachschaden haben. Ende, das ist der ultimative Beweis jetzt hier für Balaba, dass der Typ Balaballa war. Ende aller Gespräche mit jenen Moslemführern, die die Ausbreitung des radikalen Islams in Europa finanzieren oder unterstützen. Dazu zählen neben der Islamischen Republik Iran, jetzt hört gut zu, Syrien und Libyen, vor allem die Staatsführer der Golfregion. Syrien, Bashar al-Assad will also in Europa einen radikalen Islam finanzieren. Bashar al-Assad ist gar kein Muslim. Der will den radikalen Islam fördern. Das, so einen Schwachsinn schreibt hier jemand. Jahr 2008. Ich meine, selbst der größte Islamhasser müsste jetzt sagen, selbst der größte PI-Leser, bei Bashar al-Assad sind sie ja mittlerweile am Feiern, müsste wissen, dass das völliger Blödsinn ist. Aber das ganze Buch ist voll mit diesem Schwachsinn. Wer den Nikolaus aus Kindergärtenverband und Weihnachten zu einem multikulturellen Jahresendfest verkommen lässt, der fördert den Werteverfall unseres Kulturkreises. Statt an den Schulen islamische Werte zu unterrichten, an den Schulen werden islamische Werte unterrichtet. Hallo, alles okay? Und die künftige Generation über die angeblichen Schönheiten des islamischen Kulturkreises zu informieren, müssen Kinder zuerst einmal die Werte unserer Kultur vermittelt werden. Nur Menschen, die sich der Werte unserer westlichen Kulturkreise bewusst sind, können diesen gegen den Tsunami der Islamisierung verteidigen. Auch Muslims würde es nicht schaden, europäische Werte zu übernehmen. Beispielsweise Bescheidenheit. Ach so, wir müssen Bescheidenheit wahren. Von den Europäern, die die Welt kolonialisiert haben, ja, müssen wir Bescheidenheit lernen. Also vom Herrn Ulfkotte müssen, der seine Ideologie, seine Welt über jede andere Kultur stellt, müssen wir Bescheidenheit lernen. Der Typ hat doch nicht alle Tasten im Schrank gehabt, oder? Dann, pass auf, hier. Der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch, der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, rief alle Muslime im Juli 2008 zu mehr Bescheidenheit auf. So sollten in Deutschland nach seinen Vorstellungen kleinere Moscheen gebaut werden, sonst seien sie zu aufdringlich. Das für alle, die eine große Moschee bauen, weil Pierre Vogel ist ja schuld. Es geht um Islam, Leute. Hier, um Islam. Hier. Und übrigens, statt an den Schulen islamische Werte zu unterrichten, ja, also bei meinem Sohn in der Schule wurde nur einmal berichtet, wurde ich gezeigt, als radikaler Muslim. Bei meinem Sohn in der Schule. Ich weiß nicht, wovon der Traumtänzer hier redet. Sie meinen immer noch, wir sollten unsere muslimischen Mitbürger noch besser immer weiter entgegenkommen? Dann lesen Sie bitte noch einmal die ersten zwei Kapitel dieses Buches. Vielleicht haben Sie den Inhalt aufgrund lauter Fakten, Fakten bereits wieder vergessen. Erinnern Sie sich, dort hat der Autor beschrieben, wie man in den letzten Monaten Nicht-Muslimen selbst in angeblich moderaten islamischen Staaten entgegentritt. Man fühlt sich dort von Menschen wie ihnen überfremdet. Das ist erstmal totaler Blödsinn. Er schreibt am Anfang des Buches über die Golfstaaten, wie zum Beispiel Katar und Emirate, wo teilweise mehr Ausländer leben, viel mehr Ausländer als Inländer, über eine Überfremdung, und er bezieht das auf Überfremdung der Nicht-Muslime. Die meisten Arbeiter, die dorthin, oder ein Großteil der Arbeiter sind selber Muslime. Da geht es überhaupt nicht um einen muslimisch-nicht-muslimischen Konflikt. Da geht es darum, dass die eigene Sprache gar nicht mehr gesprochen werden kann. Das kann man mit Europa gar nicht vergleichen. Aber das zeigt, was das für ein weltfremder Faktenverdreher ist. In der arabischen Welt hat es zu Mohammeds Zeiten beinahe überall Kirchen und Klöster gegeben. Ja, die gibt es heute auch noch. Geh mal auf Google. Muslime haben sie fast allesamt zerstört. Quatsch, ist sogar laut Koran verboten, die zu zerstören. Und es ist ganz bekannt, dass Omar al-Khattab die nicht zerstört hat. Und auch dazu aufgerufen hat und ihnen die Rechte gegeben hat und sogar aufgeschrieben hat, dass keine Kirchen zerstört werden dürfen. In einigen wenigen konnten sie kleine Reste dieser Gemeinde haben. Kleine Reste?
In Ägypten gibt es viel mehr Kirchen und viel größere Kirchen als in Deutschland Moscheen. In Ägypten werden die christlichen Kopten auch gegenwärtig Woche für Woche zum Ziel der Moslemübergriffe. Schwachsinn. Wir sind geschützt vom Staat. Natürlich kommt es ab und zu mal zu Übergriffen und die Leute, die das machen, werden bestraft. Und die Leute, die das machen, begehen Unrecht. Auch im Irak kämpfen Moslems mit Brachialgewalt dafür, das Land christenfrei zu machen. Wer denn? Wer? Unsere geschätzten Mitbürger aus dem islamischen Kulturkreis, die hier in Europa leben, finden das alles offenkundig völlig normal. Finden das völlig normal? Du kommst mit Fakten, mit Pseudofakten, die gar keinen Sinn, die totaler Schwachsinn sind. Haben Sie schon einmal im Fernsehen eine Demonstration unserer Mitbürger hier in Europa gegen die grausame Unterdrückung von Nichtmuslimen in den Heimatländern gesehen? Nee, haben wir nicht gesehen. Weil es keine grausame Unterdrückung gibt. Und wir stehen ja noch nicht mal für die Unterdrückung von uns auf. Geschweige denn für die Unterdrückung von Nichtmuslimen. Das Einzige, wofür es Leute gibt, die aufstehen, ist Gaza. Da stehen Leute auf. Das ist wie Karneval geworden. Jedes Jahr holen wir noch einmal den Schal raus. Das heißt, wir maskieren uns mit einem Schal, fangen an zu schreien, dann gehen wir danach wieder nach Hause und haben es abgeregt. Das ist wie Karneval geworden. Dafür steht man auf. Für muslimische Rechte? Wer ist denn da aufgestanden? Wer denn? Wer steht auf, dass der Islam diskriminiert, dass der Islam falsch ist? Wer ist aufgestanden für Marwa Shabini, die abgeschlachtet wurde? Wer ist aufgestanden, weil das Kopftuch verboten werden sollte? Wer hat eine Demo gemacht? Also Muslime stehen noch nicht mal für ihre eigenen Rechte auf, sondern aber für angebliche Unterdrückung von Nichtmuslimen in arabischen Ländern in Deutschland aufstehen? Die sollen lieber dafür aufstehen, wie viele Gelehrte in islamischen Ländern in den Gefängnissen sitzen und gefoltert werden. Die Muslime sind noch nicht mal aufgestanden, als Sisi tausende Muslime abgeschlachtet hat. Die Muslime sind nicht mal aufgestanden, weil Mohammed Morsi zum Tode verurteilt wurde, weil er als Präsident gestürzt wurde. Das sind sogar Sachen, die Herr Scholl-Latour erwähnt hat. Ja. Dass seine Schuld war, dass er ist als Präsident gestürzt worden und das ist sein Verbrechen. Das ist ein Unrecht, was vor unseren Augen geschieht. Hier. Weiter. Haben Sie schon einmal von einem Moslemverein in Europa gehört, der gegen die Unterdrückung der Menschenrechte in einem islamischen Land protestiert hätte? Nee, die meisten, die dort unterdrückt werden, sind Muslime selber. Haben Sie hier in Europa schon einmal Großdemonstrationen von Moslems erlebt, die sich gegen die aus ihren Reihen verübten Inländergewalt wenden und Vergebung bitten? Erstmal, wir haben das gemacht. Wie bekämpft man die Jugendkriminalität? Natürlich, das, was hier dargestellt wird von Inländergewalt, bla bla bla, ist völliger übertriebener Schwachsinn. Aber trotzdem haben wir das zugegeben und schon mehreren Vorträgen erwähnt. Und wir haben sogar einen Vortrag gemacht, wie bekämpft man die Jugendkriminalität. In Hannover haben wir gemacht. Aber wir brauchen uns nicht dafür zu entschuldigen. Ich brauche mich nicht dafür zu entschuldigen, was irgendein Vollidiot, der den Islam nicht praktiziert, begeht. Die Leute, die uns daran hindern, diese Menschen zum wahren Weg zu rufen, die müssen sich bei uns entschuldigen. Die müssen sich bei der Gesellschaft entschuldigen. Weil sie nichts dagegen unternommen haben und die Möglichkeit, die sie haben, dagegen etwas zu unternehmen, nicht genutzt haben. Was machen denn die Moslemführer, wenn wieder einmal Europäer vor aller Augen Öffentlichkeit abgeschottet, dochen oder schikaniert werden? Ducken und verbeugen sie sich nicht länger, denn ihre Kinder oder die Kinder ihrer Freunde werden ihnen eines Tages wahrscheinlich viele Fragen stellen. Der Autor hat vor dem Verfassen dieses Manuskripts ehrlich gesagt nie wirklich an intelligentes Leben außerhalb der Erde geglaubt. Inzwischen hofft er jedoch flehentlich, dass er dieses geben möge, weil er hier auf der Erde dank der kulturellen Verarmung immer wenig davon entdecken kann. Der Arme. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Aber er ist gestorben. Alhamdulillah. Er ist von uns gegangen. Und man kann sich natürlich vorstellen, wo er ist, wenn er in diesem Zustand gestorben ist und nicht vor seinem Tod Tauba gemacht hat.
den Islam beleidigt, über den Islam gelogen, über den Propheten gelogen, wenn diesen Zustand stirbt, man sieht ihn, wie viele Sachen er kennt und verdreht, geht für alle Ewigkeiten in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten und wach machen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.